Tja, doof gelaufen, würde ich mal sagen. Ah ja. Deswegen also die Beschwörer, die waren also gar nicht eingeplant eigentlich. Das kennen wir ja schon von einer anderen Festung. Können wir da direkt rüberspringen? Auf jeden Fall haben wir gerade Aufmerksamkeit erregt. Oh ja. Autsch. Oh, Mensch. Du hältst mich nicht auf, Eisatronak. Autsch. Und tschüss. Ach, der stand hier unten die ganze Zeit. Ah, okay. Verstehe. Ich habe mich mit Absicht fallen lassen, ne? Wohlgemerkt. Aber was sagt denn die Karte eigentlich? Sieht überhaupt nicht aus wie ein Gesicht oder so, ne? Dunkelforce. Ah, da geht's also raus. Das ist also eine Art Fluchtweg, ja? Okay, da wollen wir aber nicht hin. Okay, Order City läuft noch sehr gut. Ah ja, sind wir wieder hier. Sehr gut. Ah, und dann können wir da jetzt rum. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was hier noch kommt. Oha. Das sieht nach Rätsel aus. Dieses Geräusch hier heißt, dass es richtig ist. Habe ich mir gedacht. Wir schreiten weiter voran, Freunde. Würde ich mal sagen. Da war wohl mal jemand vor langer Zeit eingesperrt. Würde ich mal vermuten. Oh ja. Oh. Okay. Zombie beschwören. Hier war eindeutig jemand. Jupp. Was ist das? Haben sie sich hier schöne Folterkammer gebaut. Beziehungsweise die hatten hier wohl damals schon eine. Die haben sie jetzt einfach für sich genutzt. Aber damit ist jetzt Schluss. Die haben wir platt gemacht. Beziehungsweise ihren Folterknecht. Der wird keinem mehr Schaden zufügen. Bitte befreit mich. Na klar. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie lange sie mich hier festgehalten haben. Ich bin Sir Tedrit. Ich kam hierher auf der Suche nach dem Schild des Kreuzritters und wurde von diesen Feiglingen überfallen. Seitdem halten sie mich hier gefangen. Ich wurde lange Zeit von diesen Schuften gefangen gehalten. Sie wollten wissen, wie man an den Schild gelangt und glaubten, ich würde ihnen helfen. Als ich mich weigerte, sperrten sie mich hier ein und ließen mich nur heraus, um mich zu foltern. Sie erfuhren nichts von mir. Ich kann euch nicht begleiten, falls ihr das meint. Ich bin zu schwach, ich muss mich ausruhen. Sobald ich wieder bei Kräften bin, werde ich mich eurer Sache anschließen.
Ihr müsst allein weitergehen. Aber die Kenntnisse, die ich gewonnen habe, könnten für euch von Nutzen sein. Bevor ich diesen Ort fand, erfuhr ich ein wenig über jene, die ihn angelegt haben. Er wurde geschaffen, um den Schild sicher und verborgen zu halten. In den Schriften, die ich fand, tauchte ein Satz immer wieder auf. Wenn die Augen der Wächter auf dich sehen, wird der Julianus gewogen sein. Ich weiß nicht genau wie, aber ich bin überzeugt, dass es ein Hinweis darauf ist, wie man sicher durch diese Ruinen kommt. Ich habe es nur euch erzählt. Hoffentlich hilft es euch. Das hoffe ich auch. Ich muss aus dieser Grube herauskommen und wir werden uns wiedersehen. Keine Sorge. Das klingt doch gut. Du hast auch eine Krone, also mache ich mir da auch keine Sorgen. Denn sonst hätte er keine Krone, dann würde ich mir Sorgen machen. Krone heißt ja, dass die NPCs unsterblich sind, also denen kann nichts passieren. Ja, das solltest du wohl. Ja, gleich siehst du gar nichts mehr. Nur noch den schwarzen Mann. Genau jetzt siehst du ihn. Danke für deine Tränke und für dein Dolch. Ich lasse die Utensilien bewusst mal liegen, weil ich brauche die eh nicht. Ach, obwohl, es wäre Verschwendung. Oh! Das ist natürlich keine Verschwendung. Der Gefangene weigert sich immer noch, uns zu helfen. Es besteht kaum Zweifel daran, dass er allein war und dass ihm niemand zu Hilfe kommen wird. Wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass es ihm höchst teuer zu stehen kommen wird, wenn er nicht enthüllt, was er weiß. Und doch hält er uns immer noch hin. Wir geben ihm noch eine Woche. Wenn er uns dann nicht hilft, zum Schild zu gelangen, soll er beseitigt werden, vorzugsweise auf höchst schmerzhafte Art. Natürlich. Tja, jetzt wurdet ihr auf äußerst schmerzhafte Art erledigt. Würde ich mal sagen. Schade um die Nahrungsmittel, das ist Verschwendung. Ich nehme die mal mit. So, der Kollege liegt da jetzt auch im Dreck mit seinen Leuten. Und wir schreiten weiter voran. Auf der Suche nach dem letzten Artefakt. Ah ja. Eure Anwesenheit hier wird nicht. Nicht? Oh, schade. Oh. Ich habe eine Schüssel eingesammelt, die werde ich gleich mal reinlegen. Gebundene Stiefel, wow, super. Den Diamanten, den habe ich aber gerne mitgenommen. So, Beschwörer, du hast mich gesehen. Das ist auch das Letzte, was du siehst. Wo bist du denn? Ach so. So ist das also. Muss ich dich echt aus dem Weg räumen, damit ich an den rankomme? Na gut, dann soll es so sein. Ach so, jetzt stürzt du dich in den Kampf, wa? Mach ich, du bist gleich nicht mehr am Leben. So. So viel dazu. Schwierig, der Droth. Ihr liebt die, kann das sein? Wo willst du hin, alter Mann? Hm? Bäh! Ach, schön. Da ist er down. So muss es sein. Zerstörte Vorratskammer, Tja, ja. Gut, dass es Beschwörer sind. Ich hatte zuerst schon befürchtet, dass es Marodeure oder so sein werden. Gucken wir mal weiter. Schön schleichend. Wir schleichen weiter voran, ne? Dann. Da liegt der alte Mann. Auch er konnte uns nicht aufhalten. Da ist nichts.
nichts und niemand. Oh. Ah ja. Ich habe irgendeine Falle ausgelöst, glaube ich. Ja. Autsch, 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 autsch. Oh, scheiße, die Falle geht die ganze Zeit. Oh, das ist gemein. Ah. Guck an. Ah ja. Ah ja. Das sieht doch sehr nach dem Rätsel aus. Was immer es war. Ja. Direkt in die Schulter rein. Ja, das ist wirklich erbärmlich, so wie du rumtänzelst hier. Jetzt tänzelst du übrigens gar nicht mehr. Hm. Habt ihr die Platte gerade gesehen? Da ist er down. Ihr Narren, ihr werdet nicht an den Schild kommen. Ich glaube, da genau hier befindet er sich. Ja, genau. Und die schauen alle weg. Und das ist, glaube ich, Julianos persönlich. Der Schutzpatron der Magier. Der Zauberer, der Zauberkundigen. Das nehme ich gerne mit. Kann ich ja dann in der Kaiserstadt gut verkaufen. Mist, habe ich jetzt weggeschossen, ist egal. War eh nicht so wichtig. Na. Jawohl. So. Tja, ich glaube, dann können wir uns jetzt wohl um das Rätsel kümmern, hm? Okay. Soweit ich das gesehen hatte, war hier ein Hebel. Genau, da ist er. Dann dreh dich mal, Statue. Okay, das sieht schon besser aus. Gut, er guckt jetzt in die richtige Richtung. Der wird auch gleich in die richtige Richtung gucken. Genauso wie der Kollege. Das heißt, sofern er überhaupt noch gucken kann. Ja, kann er. Der ist richtig ausgerichtet, der andere will irgendwie nicht so richtig. Da müssen wir wohl ein bisschen nachhelfen. Ja, nochmal. Jetzt guckt er gleich in die richtige Richtung. Immer noch nicht. Mensch. Die müssen sich alle über Kreuz angucken, soweit ich weiß. Komisch, das ist nur die eine Statue, die so schwerfällig ist. Okay, der guckt richtig, der guckt richtig, der guckt richtig. Der einzige, der nicht richtig guckt, ist der hier. Clever. Clever gemacht. Damit ist das Rätsel auch gelöst. Und der Schild ist nah. Und ich glaube, ich werde tatsächlich nochmal eine Stunde länger aufnehmen heute. Hier dürfte kein Magier sein. Es dürften höchstens Untote oder Tiere hier sein. Aber keine Magier. Leer. 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 Die schauen alle weg. Leer. In den Tiefen der Festung Bulwark habe ich eine Art Rätsel oder Falle gefunden. Ich muss herausfinden, was das... Was?
was das bedeutet, um an den Schild des Kreuzritters ranzukommen. Oh oh. Irgendwas habe ich jetzt ausgelöst. Rodger Stein. Moment. Er ist weg. Ob das jetzt richtig war? Es war richtig. Rodgers Weinglas. Auch da? Zweimal hintereinander? Okay. Rodgers Stein. Ach so, ich verstehe. Da ist das Schwert also. Da kommt der Becher rein. Ich verstehe, das ist so eine Art Memory. Du weißt nur nicht, wo die Sachen reinkommen sollen. Und wahrscheinlich drehen sich die Statuen dann um. Rodgers Buch. Ja. Hm? Du musst erraten, wo welcher Gegenstand rein muss. Und nach werden sie dir angezeigt und du musst dir das merken. Das ist wie so eine Art Memory. Du musst halt einfach mit dir merken, wo was reinkommt. Der Helm, der war hier. Das ist einfach so eine Art Memory. Siehst du? Die Truhe leuchtet auf und die Statue dreht sich um. Das habe ich mir gedacht. Das ist so eine Art Memory. Rodgers Stein. Wohin kommt der? Da ist der Becher. Wo ist der verfluchte Stein? Okay, das war jetzt Zufall. Das war jetzt einfach nur geraten. Rodgers Schwert. Das weiß ich, wo es ist. Da ist der Schmiedehammer. Okay, aber das Schwert kommt hier hin. Wo ist denn das Schwert? Da. Und wieder einer richtig. Rodgers Buch. Da ist der Stein. Da hinten ist der Hammer. Das heißt, es bleibt nur die Statue und die Statue. Ich nehme mal die goldene Mitte. Okay, das war falsch. Dann ist es die andere. Dann ist es die hier. Weinglas. Das wissen wir schon, was es ist. Zeigt jetzt die ganze Zeit den blöden Stein an. Das Glas kommt aber hier rein. Damit haben wir die Reihe schon mal erledigt. Rodgers Schädel. Der Schädel kommt da rein. Dann kommt das Buch da rein. Jawohl. Rodgers Edelstein, den hat er uns jetzt ein paar Mal angezeigt. Der ist hier in der Ecke. Und das um 2 Uhr nachts, Freunde. Bemerkenswert. Rodgers Buch. Und damit bleibt als letztes dann nur noch der Hammer. Rodgers Hammer. Und damit haben wir es. Jawohl, das war das Memory-Rätsel. So schwer war es gar nicht. Man musste halt nur nach und nach wissen, wo welcher Gegenstand hin muss. Da liegt ja der Schild. Oh, hier liegt aber noch einiges mehr dabei, wa? Trank der Hexerei, Einsicht. Uiuiui, Geld liegt hier auch noch.
gut vorbereitet. Oh, jetzt habe ich die Schüssel auch noch mitgenommen. Ich habe den Schild des Kreuzritters wiedererlangt. Durch den Fund des Schildes des Kreuzritters habe ich Sir Hendricks Suche beendet. Ich sollte zur Priorei zurückkehren und mich erkundigen, ob es etwas Neues über die beiden noch zu suchenden Reliquien gibt. Die beiden schienen unter Schwert. Die habe ich nämlich, die vermisse ich nämlich noch schmerzlich. Beinschienen und Schwert. Es gibt zwei Durchgänge, okay. Okay. Geil gemacht. Geil gemacht. Kann man nicht anders sagen. So, wir haben den Schild. Sehr gut. Das geht doch richtig gut zur Sache, würde ich sagen. Dafür, dass ich da so gut wie gar keine Erinnerung mehr dran hatte? Halleluja. Oder was heißt so gut? Ich hatte daran gar keine Erinnerung mehr, ehrlich gesagt. Ja, das wäre jetzt echt ärgerlich. Sterben wir an so einem Kleinkram, das wäre es, ey. Oder ich verlaufe mich. Das wäre noch sinnloser. Nein, tue ich nicht. Wir sind draußen. So, jetzt werden wir ganz schnell zu unserem alten Freund zurückkehren. Und danach gehen wir zur Priorei. Es fehlen uns nur noch zwei Sachen. Zwei Sachen nur noch. Na, mal gucken. Vielleicht schaffen wir es sogar. Das wäre so geil, wenn wir das schaffen. Ein Zug, ey. Dann ab dem nächsten Mal nur noch die Main Story. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Das. Ein Ex. Nee, den Streikholben kriegst du bestimmt nicht. Die haben wir schon, können wir verkaufen. Ein gutes Geschäft. Das genauso auch wie die haben wir auch schon. Das ist ein echtes. Die Kreuzrittersachen kriegst du nicht. Die Kristallkugel kannst du haben, ja. Und die Silberschüssel. Ach komm, dann nimm die Edelsteine auch noch. Das ist ein makelloser Topaz für 13, ey, Alter, egal. Damit. Wir haben noch jede Menge Alchemie-Utensilien, die würde ich auch gerne noch loswerden. Dafür müssen wir allerdings in die Stadt. Denn die werden wir nur dort los. Ey, wir haben so viel geschafft heute, Leute. Also das kann man echt nicht sagen, dass wir nichts geschafft haben. Es kommt einem so ein bisschen wie nichts vor, das stimmt schon. Aber insgesamt haben wir wirklich nicht mehr viel zu machen. Wirklich nicht. Es ist nur noch die Main-Story und ein paar vereinzelte Main-Quests, wenn man die paar Nebenquests. Ich glaube, so viele Nebenquests sind das auch nicht mehr. Also es sind noch ein paar Nebenquests, sicher. Aber ich glaube, so viele sind das auch nicht mehr mittlerweile. Oh, mystisches Warenhaus. Ich hoffe. Vielleicht kannst du mir behilflich sein. Seht euch nur um. Billigere Preise. Nein, damit nicht. Was darf ich? Hände des Atronach. Ja, danke. Kann ich nicht gebrauchen. Ich würde dir gerne... Brauche ich nicht. Okay. Danke. Auf Wiedersehen. Schönen Tag. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen... Das ist sehr gut. Schön zum Bachwerk. Seht euch nur um. Super. Billigere Preise findet ihr. Gut, die kauft uns den Krempel ab. Sehr gut. Können wir dann nämlich auch nochmal Kohle raus. Das... Ihr seid ein harter Mensch. Ich weiß. So, und jetzt kommen wir nämlich nochmal zum Eiszackturm und dann gehen wir definitiv zu den Knights of the Nine. Ja, also mein Gesamtfazit bisher, die letzten zwei Aufnahmen, Diebesgilde geschafft, Knights of the Nine angefangen, gut vorangekommen. Wir haben einige Nebenquests erledigt tatsächlich, wir haben die Bärenquest heute geschafft, sehr gut. Das mit den Goblin, ich glaube, das werde ich nochmal nebenbei angehen, wenn die Main Story läuft. Ich glaube, das werde ich noch nebenbei machen, das ist keine schwere Quest. Da die Goblins ja nicht wirklich hochgesetzt wurden, dürfte es nicht allzu schwer sein.
So, 30 Tränke gehen weg. Hier gehen 29 weg. Die gehen auch weg. So, die ganzen Schriftrollen, die gehen alle hier rein. Ich werde die Zutaten nicht, die Dings nicht los hier. Das kann auch rein. Wenigstens das werden wir los. Die Fackeln, eigentlich ist es mir egal, ob die da hinten liegen oder hier liegen. Das ist mir völlig Schnuppe. So. Da sind die Seelensteine. Die haben wir auch hier. So, die Zutaten kommen in unser Zimmer. Das ist die Rüstung alleine des Kreuzritters. Genau. Ja, wir haben noch ein paar Pfeile, ne? Die hier. Und den starken Stab der Ruine. Den wir, glaube ich, nämlich nicht haben. Der Bloody hat schon durch die Blume zu... Was heißt durch die Blume? Der Bloody hat schon zu mir gesagt, man sieht an deinem Oblivion-Let's Play, dass du ein Sammler bist. Ja, in solchen Spielen ja. Und tatsächlich, wir haben den Stab tatsächlich noch nicht gehabt. Wo haben wir ihn denn? Da. Starker Stab der Ruine, da ist er. Haben wir noch nicht. Ha! Geil. Und dann haben wir die Sammlung auch noch mal ein bisschen vervollständigt. Das ist auch schön. So, alchemistische Zutaten. Apfel. Frostsalze, die sowieso später... Also in Skyrim. Dädrische Sachen sind da unglaublich schwer zu kriegen, soweit ich weiß. So, das ist alles die das Kreuzrittergedöns. Also sind wir hier soweit durch. Wunderbar. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zur Priorei der Knights of the Nine. Ja, es hat sich noch nicht viel getan. Das stimmt wohl. Das ist wohl richtig. Schön, dass wir... Ritter, Arkai sei Dank, dass ihr zurück seid. Ich habe eine schreckliche Nachricht. Sir Roderick, ich glaube, er ist tot. Oh! Ein heiliger Ritter wie ihr, der im Namen des Propheten nach den Reliquien suchte. Ich war sein Knappe. Ich glaubte, er sei von den Göttern auserwählt, die Reliquien wiederzufinden. Zunächst lief alles gut. Er betete an allen Schreinen und hatte eine Vision. Eine verstörende Vision. Der Geist von Sir Berich sprach mit mir, war alles, was er sagte. Wir müssen ihn zur letzten Ruhe bitten. Wir reisten in ganz Kolovia herum. Er fragte stets nach einer alten Adelsfamilie, den Flindrels. Schließlich fand er das, wonach er suchte. Wir gingen zur Underpol-Höhle und dort ist er gefallen. Dann wisst ihr, dass es ein Ort des Bösen ist. Sir Roderick und ich bahnten uns einen Weg in die Höhle hinein, die tatsächlich ein vergrabener Bergfried zu sein schien. Hm. Wir begaben uns zur Gruft des Fürsten Flindrill. Sir Roderick sprach die Worte, die das Grab öffneten. Er meinte, die Grabstätte von Sir Berich sei in der Underpol-Höhle, die keine Höhle ist, sondern eine Art vergrabener Bergfried. Er hatte erfahren, dass Sir Berich der einst ein fahrender Ritter war, so wie wir. Er hatte die Beinschienen und das Schwert des Kreuzritters gefunden, sich aber dann dem Bösen verschrieben. Sir Roderick hoffte, die Reliquien im Grab des Sir Berich zu finden, und so kam es auch. Aber wir fanden auch einen schrecklichen Wächter, den Geist des Fürsten Flindrill, Sir Berich. Ja, edle Dame, und ich bringe euch... Sir Roderick schrie mir zu, ich solle sie an mich nehmen, die Beinschienen, die heilige Reliquie. Sie gehören euch. Hm, immerhin. Der Geist. Er hat es gegen Sir Roderick verwendet. Ich weiß nicht, wie dieses böse Wesen die heilige Waffe führen konnte, aber so war es. Es schrie, als es zuschlug. Klingt nach den Gespenstern. Es tut mir leid. Ich erinnere mich, dass Sir Roderick etwas über das Schwert sagte, bevor wir nach Underpol gingen. Es könnte von Wichtigkeit sein. Er befürchtete, das Schwert könne durch das Böse verdorben sein. In dem Fall müsse es auf dem Altar seines Schöpfers, des göttlichen Arkai, neu geweiht werden. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Ich hoffe, es ist eine Hilfe. Danke, Ritter. Ich möchte euch um eine Gunst bitten, obwohl ich weiß, dass ich es nicht verdiene. Würdet ihr mich zum Ritter der Neuen schlagen? Ich will mein Leben damit verbringen, die Welt vom Bösen zu befreien. Das bin ich Sir Roderick schuldig. Danke,
Ich meine, danke, Ritter. Ich werde euch nicht... Das weiß ich. Lasst mir einen Moment Zeit, um mich zu bewaffnen. Dann begleite ich euch zur Underpall-Höhle, um den bösen Geist zu vernichten. Na, wenn das mal eine gute Idee ist. Habt ihr gehört? Maras Kapelle in Braville ist attackiert worden. Genau wie in Anvil. Alle abgeschlachtet, die Altäre geschändet. Ich hörte, es seien Daedra, Handlanger Meridias, die seit tausenden von Jahren nicht mehr in Tamriel gesehen wurden. Das kann nicht sein.